Die Angst geht um in dieser Straße in der kleinen Gemeinde Briest in Havelsee-Brandenburg. Die 5200 Quadratmeter Asphalt sind verkauft an einen Privatmann aus Berlin. Betroffen sind die Zufahrten für rund 60 Häuser. Die mehr als 150 Bewohner sehen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft und rechnen mit hohen Kosten für die Straßennutzung. So üppig sind die Löhne auch nicht, dass man für so einen Schwachsinn dann noch bezahlt. Der wird nicht die 5 Euro nehmen, wenn er 10 kriegen kann. Wir reden über Terrorangriffe. Wir geben hiermit Wasser, Abwasser, Licht, Telefon in Privathände. Straßengebühren und das alles auferlegt zu kriegen und jedes Jahr kommt eine Erhöhung. Ja, also dann kann man sagen, 24 Stunden arbeiten. Man wird auch schon überall mittlerweile ins Lächerliche hineingezogen. Dürft ihr nicht mehr zu euren Häusern, müsst ihr euch jetzt jeder einen Helikopter kaufen. Dass der Soja so beschissen wird und verarscht wird, das ist das Allerletzte. Die Straße gehörte zur Insolvenzmasse eines Bauunternehmers, der den Wohnpark vor 15 Jahren errichtet hat. Die Stadtvertreter waren sich sicher, mehr als einen Euro bietet keiner. Falsch gedacht. Der gebürtige Libanese Wassim Saab war schlauer. Er ist der neue Eigentümer. Für 1.000 Euro bekam er den Zuschlag, ein echtes Schnäppchen. Die Anlage hat 1,5 Millionen Mark gekostet. Die ganzen Versorgungskanäle und so sind bauherrenseits erstellt worden. Ist denkbar, dass man dann Gebühren erheben kann. Das Amt Bethsee, die Behörde, die eigentlich die Straße ersteigern wollte, steht jetzt ziemlich dumm da. Verständlich, dass sich kein Mitarbeiter zu dem Fall äußern wollte. Und auch für die Betroffenen sind die mit Steuergelder bezahlten Spitzenbeamten nach Aussage der Anwohner nicht zu sprechen. Zahlreiche waren ja schon da und sie haben ja nie aufgemacht. Immer blieben die Türen zu und eigentlich sind die diejenigen, die hier zu erscheinen haben. Lassen sich verleugnen, übertrümpelt, überrumpelt. Keiner wusste was davon und jetzt stehen wir hier und die Anwohner werden alle zur Kasse gebeten. So wird es im Endeffekt kommen. Der Innenminister Schäuble fordert, dass die Bevölkerung die Augen aufhält. Was sollen wir denn jetzt hier tun? Da muss es Konsequenzen geben. Jeder Unternehmer, der so einen Fehler macht, der geht Konkurs. Möglicherweise kann die Behördenpanne dem Steuerzahler noch teuer zu stehen kommen. Geschäftsmann Saab spekuliert darauf, dass das Amt die Straße von ihm zurückkauft. Zu einem angemessenen Preis, versteht sich.